Wir erweitern die Pflicht zum Tragen von medizinischen Masken, also OP-Masken oder auch Masken von der Qualität FFP2 oder KN95, N95, um eine höhere Schutzwirkung zu haben. Das gilt für die öffentlichen Verkehrsmittel und für die Geschäfte. Verbindliche Pflicht also, das zu tragen. Und generell wird auch in Situationen, wo ein engerer oder längerer Kontakt ist zu anderen Personen, die Nutzung medizinischer Masken angeraten. Das Ziel von uns ist, die Kontakte im öffentlichen Personennahverkehr so zu reduzieren, dass das Fahrgastaufkommen deutlich zurückgeht, dass in der Regel die Abstände gewahrt werden können. Und wie wollen wir dieses Ziel erreichen? Einmal durch weitgehende Nutzung von Homeoffice-Möglichkeiten. Hier sind wir weit hinter den Werten, die wir im März hatten, des vergangenen Jahres zurück. Indem wir das alles tun, um das Fahrgastaufkommen zu entzerren in den Stoßzeiten des Berufs- und Schülerverkehrs und eben ergänzend die Pflicht zum Tragen medizinischer Masken.